Okay, das hier sieht alles ziemlich lustig aus. Wir haben mit Autumn. Das heißt, eigentlich müssten bald unsere Zwergenbrüder wiederkommen. Okay, ich werde das wirklich das vorgucken, dass ich so lange wie möglich noch am Leben halte. Auch wenn es jetzt schon ziemlich schlecht aussieht. Die Zwerge müssen schon seit einem halben Jahr, über einem halben Jahr Wasser trinken. Und eines meiner weiteren Tiere ist erwachsen geworden. Ein Frill Lizard. Domestic Lizard with a colorful frill on its head. It hunts vermin and helps keep your food safe. It also produces a small amount of eggs. His scales are more green, his frill is azure, his eyes are black. Gar nicht mehr so schlecht eigentlich. Wir können ja mal kurz Animals. Es gibt ja zwei Animals. Einmal den Frisk Lizard hier. Oder? Ja, du bist. Und das Kitschik. Ach so, das ist so ein Kiethuhn. Ja, das ist eigentlich, das ist der Ersatz für unsere Hühner hier im der Masterwork. A small flightless bird adapted to life climbing and scrambling underground. Its short feathers closely resemble sticky colored hairs with thick tuft beneath its chin forming a very dwarfy beard. She's gigantic, her skin is dark peach. Und so weiter. Das sind also eigentlich unsere Hühner, ist eigentlich unser Hühnerersatz, mehr oder weniger in der Masterwork Mod. Ja, das Ding heißt nicht umsonst Master, weil das ziemlich schwierig zu meistern ist. Ich lasse euch einfach mal abstimmen, wer dafür ist, dass wir nochmal ein neues Vor mit den neuen Erkenntnissen anfangen. Der möge sich bitte melden. Wer dafür ist, dass wir hier weitermachen, dass, bis wir versagen, was wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich halten lässt, der kann sich auch ruhig melden. Vor allem waren normalerweise die Kavernen tiefer. Es kann nämlich sein, dass ich hier drüben auch schon wieder in die Kavernen reinbuddel, was schlecht ist. Und hier liegen jetzt Überreste von den Belcher Dogs. Nee, Rotten Lizard Remains. Ah ja. Black Kaiman, Pond Turtle Shell und Mountain Tusk Skelett. Naja. Wirklich nicht sehr schön, muss ich ehrlich zugeben. Needs butchable unwritten nearby item. Ah ja. Aber dafür ist Slaughter Animal aktiv, weil wir wahrscheinlich noch ja zwei zum Slaughtern haben. Jetzt nur noch eins. Und wir haben jede Menge Knochen. Könnten wir die bitte einlagern? Mach mal noch vier Wundenbins, bitte. Ich glaube, wir haben einfach keine Kisten mehr, um irgendwas einzulagern.
Naja, und das Baby gehört unserem einen Holzfäller. Das sieht man hier oben, wie es nämlich mit ihm hin und her tanzt. Na ja, gut. Ich sollte auf jeden Fall auch mal noch ein paar private Games machen. Und bei denen noch mehr lernen. Das mit den Caves habe ich zum Beispiel noch gar nicht herausgefunden gehabt. Ich habe nämlich, glaube ich, 5 private Spiele gestartet und bin jedes Mal auf neue Probleme gestoßen. Zuerst das mit dem Lemuren, dann das mit dem Deep Soil, Very Deep Soil, Cave-Ins. Das mit den Karawanen und den Caverns habe ich noch gar nicht so richtig rausgefunden gehabt. Ja, dann das mit dem Alkohol, dass mir im ersten Jahr schon der Alkohol ausgegangen war. Weil ich einfach zu wenig mitgenommen hatte und hier draußen einfach nichts gewachsen ist. Das sind alles so die Probleme, die nach und nach auf mich zugekommen sind. Was zur Hölle bist du denn? Ach, du bist der Leisert, okay. Okay. Jetzt haben wir wenigstens in dem Let's Play das mit den Karawanen und den Caverns herausgefunden. Also ja, es macht auf jeden Fall Sinn, was da steht, weil... Hier müsste die erste richtige Rockschicht sein, weil hier ist noch Lehmboden. Es ist halt nicht richtig zu erkennen. Wo die Felsschicht anfängt. Oh, und Karawane. Das heißt, Trader wird requested und wir moven kurz. Crafts. 4 Finished Goods Bins. Sehr schön. Move die mal dahin. Und ja, ich glaube, Knochen werden irgendwie nicht eingelagert. Also nicht in Kisten verpackt. Withered Soul? Das ist a Withered Soul. Ah ja. Wofür das auch immer gut ist. Hm, was sagen unsere Stocks zum Prepared Meal? Tello Store, more muscle scoovers, von mir aus. Wie viel Fett haben wir denn? Fisch. Raw Fish, Plants, oh ja, sehr viele Plants. Plump Helmets, Prickleberries. Fischerberries, das wird alles gekauft. Cheese, Powdered Wings, Seeds, Meat, Stomach, Body Parts. Achso, Crayfish Shell und so weiter. Achso, deswegen werden die Sachen draußen gelagert. Oder sehe ich was falsch? Corpses. Ballistas. Dices. Nein. Ich will nach meinem Fett gucken. Barrels, Bins, Boxes and Bags. Blocks, Rough
Games, Cloth, Quivers, Backpacks, Footwear, Headwear, Seeds, nein, Glob, ach so, ja, da. Fett, Skin, Pelt. Pelt, das müssten wir im Tanners Workshop verarbeiten zu Leder. Aber langsam haben wir keinen Platz mehr hier in unserem einzigen kleinen Räumchen für Workshops. Ah ja, da kommen auch schon die ersten Karawanen, Leute. Da kommen auch schon die Karren. Gut. Mit den Citizens dürften wir eigentlich Elfen auch noch kriegen. Ah, sie sind angekommen und entladen ihre Goods. Sehr schön. Ja, die Masterwork Mod verändert sehr viel an dem Spiel. Ich hätte zum Beispiel auch das hier eins weiter oben bauen sollen. Und am besten die Eingangshalle auf derselben Ebene. Gar nicht erst runtergehen sollen. Wobei, das wäre knapp geworden. Hier wäre besser gewesen. So, können wir traden? Nein, noch nicht. Weil der Broker am Trinken ist. Okay. Was mache ich nur mit so vielen Zwergen? Ich habe noch nicht mal annähernd genug zu tun für die alle. Ich glaube, fürs nächste Game stelle ich mein Population Cap auf 50 runter. 50 Zwerge dürften für so ein einfaches Start vorerst mal reichen. Und der ist in einem Meeting beschäftigt. Okay. Winter has arrived. Auch schön. Ah, jetzt ist er aber dabei, am Depot zu traden. Wo bist du denn? Leader Trade Depot. Du bist aber nicht mein Leader, oder? Der da so schleicht. Nein, du bist ein Bone Carver. Drink Leader Traded Depot. Ah, er kommt gleich an. Sehr schön. Ist er jetzt da? Nein, noch nicht ganz. Jetzt ist er da. Gut. Ja. Pick Iron Bars. Iron Bars. Seht ihr, eine Iron Bar sind 40, was ich das letzte Mal erklärt habe mit den Iron Anvils, die nur 80 kosten. Und ich glaube, aus einem Iron Anvil kriegen wir 3 Barren raus. Das heißt, wir haben einen Barren auf jeden Fall mehr. Wolfram, Green Glass, brauchen wir alles erstmal nicht. Holz, brauchen wir auch nicht. Ich gehe mal von unten rum durch. Das ist, glaube ich, einfacher. Hier sind die ganzen Splint-Sachen. Cheese. Käse, vielleicht später. Shell-Quiver, irgendwelche Sachen.
Cotton Fiber Thread, Shadow Leaf Bushes, Indigo Flowers, Prickleberries, Strawberries, Fisherberries, Mugroots, Plump Helmets, Shadow Leaf Bush, na von mir aus. Plump Helmets, noch mehr Shadow Leaf, noch mehr Plump Helmets, Fisherberries. Nehmen wir das Shadow Leaf auch mal mit. Mugroot, Prickleberries, Strawberries, Fisherberries, Prickleberries, Fisch, Pond Turtle, Crayfish. Einfach irgendwas, was wir essen können und woraus wir Essen machen können. Damage von mir aus. Da Ivan an will. Okay, der ist teurer geworden dieses Mal. Ah, gut. Dann werfen wir jetzt erst einmal von unserer Seite was rein. Ah, von mir aus auch das Bone-Amulett von unserem toten Zwerg. Gabo Journal, Gabo Dice, Hourglass, Abakusse, Figurins. Werfen wir einfach mal alles rein, was wir haben. Und wiegen es dann auf. Also wir sind jetzt schon wieder schon bei 50%. Jetzt geben wir ihm gleich 100% Trader Profit, ja. Dann nehmen wir halt noch solche Sachen wie Cheese mit. Ach ja, und Trinken können wir selber mitnehmen. Der hat garantiert Trinken dabei. Das haben wir noch gar nicht geguckt. Das müsste noch weiter oben sein. Stilzeug, Cotton Fiber Cloth, Leather Cloth. Dann nehmen wir mal so eine Leather Bin mit. Sicher ist sicher. Und noch eine Cloth Bin, warum nicht? Da sind wir wieder ungefähr bei 50-50. Leather, Cloth, Chitin, Cotton Fiber, Leather. Leder. Ja, hier. Ironbark, Acorns, Sandpack. Oh, nehmen wir mal zwei Sandpacks. Mit Sportree Chest brauchen wir nicht. Wooden Chest, nein. Rüstungen auch nicht. Fuhrschuss, nö. Scale Shirts, Sportree Training, Crossbows. Copper Crossbow klingt gar nicht mal so schlecht. Dwarven Beer Barrels, Strawberry Wine Barrel. Blobfluid? Nein. River Spirit Barrel. Yellow Jacket Venom, nein. River Spirit Honey Bee Venom, nein. Tabber Beer, Dwarven Wine. Ein Mastiff könnten wir mitnehmen, aber nö. Wir haben jetzt genug zu trinken, aber wir müssen noch den Profit aufwiegen hier. Also machen wir das auch mal so. So, Trade seems very happy about the trading. Ah, wonderful. So, das heißt, wir können den Trader wegschicken. Unsere Bins wegpacken. Und gucken, da, wie viel Plants wir nun haben. Die wir alle... Du wirst nicht verkocht, du wirst nicht verkocht.
Shadowleaf Bushes können wir nur verkochen. Mist. Strawberries Woodstock. Das ist alles, was wir verbrauchen können. Das heißt, der Boer kriegt jetzt den Großbefehl. Boer Drink Repeat. So. Let's discuss the situation. Ja. Ich mache jetzt hier mal Pause, weil ich jetzt einen Cut machen möchte. Und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich. Und versuchen das vor noch zu retten. Wenn nicht, gibt es irgendwann ein neues, wo wir alles besser machen. Kennen wir ja alles. Also, bis denn.